Wenn es nicht gerade Russland oder China ist, kann man davon ausgehen, dass die Amerikaner sich sehr schnell Zugriff verschaffen und sich das Ding dann auch gleich abholen. Nur weil die in tollen Dingen herumfliegen vielleicht, heißt das noch lange nicht, dass sie in allen Punkten schlauer sind. Außerdem, da grenzen wir natürlich gleich an die nächste Frage, wer sind die? Weil es hat für mich immer den Anschein, dass es mit Amerika steht und fällt. Die Venus, die bei uns immer als einer der unbewohnbarsten Planeten des Sonnensystems gesehen wurde, weil dort chemische Stürme und weiß Gott was alles toben, möglicherweise aber in der Atmosphäre es eine habitable Zone gibt, in der möglicherweise Bakterien leben, die in der Luft schweben. Die gibt es ja bei uns auch. Würden die das einfach so rausbringen, einfach so auf ihrer Webseite veröffentlichen? So, Ja, bam, das haben wir jetzt ganz, ganz gefunden. einfach, ja, das kannst du gleich wieder vergessen, die Idee. Ich glaube es dir, aber es klingt so unfassbar unglaubwürdig. Ja. Einen schönen guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde des JWR Podcast. Heute zu einer ganz besonderen Ausgabe. Und zwar begrüße ich Harald Havas. Harald Havas ist Inhaber des YouTube-Kanals UFO-TV Austria. Und erst einmal ganz, ganz viele Grüße gehen raus an die 8% aller Zuschauer vom JWR Podcast, die aus Österreich stammen. Einen schönen guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde im Süden. Harald, wie verhält sich das auf deinem YouTube-Kanal in den Insights? Von wo aus schalten die Leute ein bei dir? Ja, also am Anfang war es so drei Viertel Österreich, Viertel Deutschland tatsächlich. Da hat wahrscheinlich dieser Name ein bisschen gezogen und auch der Algorithmus hat sich vielleicht auf Österreich eingeschossen, weil Austria im Titel war. Das hat sich jetzt aber schon deutlich verändert. Ich würde sagen, ich bin jetzt bei rund 60% Österreich und 40% Deutschland, aber Tendenz steigend. Und noch ein paar zerquetschte. Ich habe irgendwie 0,4% oder sowas aus Spanien. Das ist wahrscheinlich Robert Fleischer. Das könnte sein. Wir haben da auch so in diesen 0,% Bereichen ganz, ganz viele verschiedene Länder, wo ich mir denke, das müssen irgendwo hinzugezogene sein oder vielleicht Einheimische, die vielleicht die deutsche Sprache sprechen, weil die meisten schalten ja auch keine Untertitel ein. Ja, ich weiß, dass ich eine Zuseherin in Kanada habe und einen in Norwegen, aber ja, also im Großen und Ganzen ist es ein Verhältnis mehr zu Österreich, aber das ändert sich mit der Zeit. Und wie gesagt, ich glaube, das hat hauptsächlich damit zu tun, dass ich eben Austria im Titel führe oder geführt habe. Teilweise reduziere ich das bereits ein bisschen. Dann gehen auch hier nochmal ganz, ganz liebe Grüße nach Kanada und Norwegen raus. Du hast deinen UFO-Kanal oder deinen YouTube-Kanal UFO TV Austria vor knapp 4 Monaten ins Leben gerufen. Und das erste Thema, was du behandelt hast, war natürlich das heißeste Thema zum Jahre 2023 in der UAP-Szene, würde ich mal behaupten, war David Grusch und die ganze Thematik um David Grusch herum. Jetzt aktuell, wir sind jetzt im März 2024, also es sind jetzt schon wirklich einige Monate vergangen seit dem ersten Auftauchen von David Grusch. Wo befinden wir uns gerade und wo könnte es jetzt hingehen zeitnah? Nachdem das Jahr 2023 schon bereits reich an Überraschungen und großen Wendungen war, vor allem in der Mitte des Jahres eben mit Auftauchen von David Grusch, aber dann auch von diesem Gesetzesentwurf im amerikanischen Kongress, waren dann die Leute im Herbst schon ein bisschen ungeduldig. Ich möchte was sagen, verwöhnt. Also wenn man die Szene schon ein paar Jahre beobachtet, dann weiß man, dass manchmal ein ganzes Jahr nichts passiert, nichts Nennenswertes, Großes. Das wird sich dieses Jahr vermutlich ändern. Und ich würde sagen, nicht nur vermutlich, sondern sicher. Die Frage ist nur, wann was kommt. Ein paar Dinge sind schon passiert. Es gab ein weiteres Kongress-Briefing, eigentlich sogar zwei, die allerdings hinter den verschlossenen Türen eines SCIFs, also eines abhörsicheren Raums stattgefunden haben und da haben wir nicht sehr viel erfahren, bis darauf, dass die Abgeordneten, die rausgekommen sind, gesagt haben, sie glauben jetzt mehr an das als vorher und sie glauben David Grusch mehr als vorher, was immerhin schon etwas ist. Dann wurden im Februar die Videos der Sol-Konferenz, also der Sol-Foundation, online gestellt. Das halte ich persönlich für den dritten Meilenstein in der modernen
UFO-Entwicklung der letzten Jahre, also abgesehen von 2017 und so weiter. Oder, beziehungsweise das kann man noch mitzählen. Also 2017, der Bericht New York Times, die zum ersten Mal zugegeben, wo zum ersten Mal zugegeben wurde, dass die USA sich entgegen anderer Behauptungen sehr wohl mit dem UFO-Thema beschäftigt, also die offiziellen Regierungsstellen, war das nächste für mich dann eben David Grush, der ja einen deutlichen Schritt weitergegangen ist, indem er nicht nur behauptet hat, irgendwelche Regierungsstellen erforschen irgendwelche Lichter am Himmel, sondern einfach klipp und klar gesagt hat unter Eid vor dem Kongress, es gibt auch geborgene UFOs, die von der USA untersucht werden und das schon seit Jahrzehnten und dass es sogar Aliens an Bord gibt und das ist noch nicht einmal alles, was er an Sensationen von sich gegeben hat. Das war für mich die zweite Wendung und das Gesetz von Schumer, das eben eine also in einem Gesetzestext, egal in welchem Land der Welt, solche Dinge hineinzuschreiben wie außerirdische Lebewesen und außerirdische Gefährte, stand nicht außerirdisch, das war ein bisschen anders formuliert, aber es war eindeutig, was gemeint war. Das zähle ich noch zu der Grush-Geschichte dazu. Ist natürlich auch eine große Sache gewesen. Und die Soul Foundation ist für mich der dritte Wendepunkt, der sich vielleicht noch nicht ganz so anfühlt, weil er die Öffentlichkeit noch nicht so ganz erreicht hat. Was damit zusammenhängt, dass es sich um die Wissenschaft handelt. Es ist nicht die Politik. Und das ganz kurz zu sagen, damit klar ist, was ich meine. Während einer Gründungskonferenz im November in Stanford, also von Stanford auch aus geleitet, nicht nur, dass sie ihnen einen Raum zur Verfügung gestellt hat, es ist eine offizielle Stanford-Geschichte, haben sich also 20, 30 eminent wichtige UFO-Forscher aus allen Bereichen, aber auch andere Leute, Militärs, andere Wissenschaftler, die bisher nicht daran geforscht haben, sich getroffen und haben dort 19 oder 20 wichtige Vorträge zu dem ganzen Thema gehalten und nie die Frage besprochen, gibt es vielleicht UFOs, sondern das wurde bereits vorausgesetzt. UFOs gibt es, was jetzt? Und Diese was machen wir damit? UFO-Forscher, Ja. die daran teilgenommen haben, Ja. wie kann ich mir diese UFO-Forscher vorstellen? Sind das Wissenschaftler, die an das UAP-Thematik oder an diese Thematik glauben, oder sind es, sage ich mal, Menschen, die selber sehr, sehr viel Research anstellen? Also über was für Menschen sprechen wir hier? Kann ich dir gleich sagen, ich wollte das noch zu Ende führen, es passt aber sowieso gut zusammen. Im November, als das stattfand, gab es noch keine offiziellen Dokumente darüber. Ich meine, man hat es verbreitet, dass es stattfand, aber es gab ein Videoverbot während der Konferenz, es gab ein Fotoverbot, es gab keine Skripts oder sonstige Sachen. Und das ist jetzt im Februar herausgekommen. Und das muss die Wissenschaftscommunity erst verdauen, dass diese Wissenschaftler und teilweise Militärs diese Dinge gesagt haben. So. Da kann ich dir auch gleich deine Frage damit beantworten. Das ist nämlich wichtig. Dort waren keine Ufologen, also nicht irgendwelche Leute, als Gast vielleicht, nicht irgendwelche Leute, die seit Jahrzehnten einfach Bücher schreiben oder UFO-Journalisten sind, sondern gerade die Leute, die die Vorträge gehalten haben, sind alle in ihren Fächern, an ihren jeweiligen Universitäten, in verschiedenen Bereichen tätig und lehren. Also gegründet wurde es, um das gleich mal zu sagen, von Gary Nolan, Dr. Gary Nolan zusammen mit Dr. Peter Skaffish. Dr. Gary Nolan ist an der Stanford-Universität, der ist dort Krebsforscher. Der ist, wurde für den Nobelpreis nominiert, er hat zahlreiche andere Preise erhalten, er hat Dutzende Patente für medizinische Geräte, er hat selber einige Firmen und diese UFO-Geschichte ist eigentlich nur etwas, das er, mit dem er sich nebenbei beschäftigt. Ich möchte jetzt nicht sagen Hobby, aber es ist, wenn man zum Beispiel auf seinen Twitter-Feed geht, hat er neun von 10 Tweets handeln von irgendwelchen Neuentwicklungen in der Krebstherapie oder in der Krebsforschung und Zellentwicklungen und so weiter und so weiter. Also der Mann ist in seinem Gebiet Pathologe, Biologe, unbestritten, im Gegenteil sogar, sehr wichtig. Aber das ist jemand, der, wenn er gefragt wird, und das ist schon mehrmals passiert, wie hoch er die Prozentzahl einschätzt, dass es bereits Kontakte mit UFOs gegeben hat und Außerirdische auf unserem Planeten sind, 100%. Er hat das mehrmals gesagt, 100%. Und der Peter Skaffish, mit dem er das zusammen gestartet hat,
Der ist Psychologe und noch etwas Historiker, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, jedenfalls aus den Geisteswissenschaften. Und der untersucht das Phänomen aus dem Bereich heraus, aber auch nicht ausschließlich. Der hat auch zu ganz anderen Themen schon publiziert und lehrt zu ganz anderen Themen. Und um die Reihenfolge, um ein paar Beispiele noch zu bringen, Kevin Knuth ist ebenfalls ein Professor, der ist Physiker. Und ich weiß jetzt nicht, an welcher, an einer südlichen Universität ist er dort Professor und lehrt halt zu Physik und zu moderner Physik. Und der beschäftigt sich halt auch nebenbei mit UFOs und hat darüber auch schon publiziert, insbesondere über das Flugverhalten von UFOs, wobei es jetzt nicht darum geht, eins zu messen und sagen, so, start jetzt, ich schaue mal auf die Uhr, sondern eher aufgrund der beobachteten Daten, die es bisher gibt, hat er eben Theorien entwickelt, was das Potenzial der Beschleunigung ist, wie groß die Kräfte wären, die wirken würden und so weiter und so weiter. Wie groß sind da die Unterschiede bei diesen UFOs, wenn du dich da vielleicht auskennst? Also wie groß sind denn diese Geschwindigkeitsunterschiede? Unfassbar. Wenn man sie glaubt, unfassbar. Also die schnelleren Objekte, die gemessen wurden, hatten irgendwelche 20.000, 30.000 km/h, auf jeden Fall mehrfache Schallgeschwindigkeit, oft aus dem Stand. Und das berühmteste Beispiel, aber da würde ich vorschlagen, glücklicherweise sind die Soul Foundation Videos jetzt ja online. Die Vorträge sind auch schöne Happen von einer halben Stunde, die kann man vertragen. Ich würde vorstellen, man geht auf die Seite von Soul Foundation auf YouTube und sieht sich einfach den Vortrag von Kevin Knuth an, weil der hat das da auch beschrieben. Ich glaube, das Schnellste, was bisher gemessen wurde, oder zumindest eines der bedeutendsten, war bei dem berühmten Tic-Tac-Vorfall an der Westküste der Vereinigten Staaten, wo dann eben eines dieser Objekte verfolgt und auch gefilmt wurde. Aber das war eine Übung, die 2 Wochen gedauert hat und sie wurden die gesamte Zeit von irgendwelchen UFOs umschwärmt und eben auch auf Radar aufgenommen. Und da waren ein paar Objekte dabei, die von 100 Kilometer, also jedenfalls von der Grenze zwischen Atmosphäre und Weltall, in wenigen Sekunden heruntergestürzt sind auf die Höhe vom Meer und über dem Meer gestoppt haben. Und Kevin Knuth hat die Geschwindigkeit berechnet, aber er hat auch berechnet, welche Energie es benötigen würde. Da reicht die Gravitation ja nicht aus, in der Zeit so schnell herunterzukommen, ganz abgesehen von dem Luftwiderstand, der da offenbar keine Rolle gespielt hat, was er bei uns würde. Das Ding würde verbrennen, egal was wir es momentan bauen könnten. Und dann natürlich auch noch zu stoppen, ne? Und ich mag das jetzt nicht falsch zitieren, aber er hat irgendwie gesagt, für eine dieser Aktionen bräuchte man eine Energie, die vergleichbar wäre mit der gesamten Energieverbrauch der Vereinigten Staaten in einem Jahr oder so ähnlich, ja. Oder vielleicht war es New York, aber egal, jedenfalls eine gigantische Menge, die wir durch keine, wie auch immer geartete Energiequelle herstellen könnten. Aber um das noch abzurunden, es gab drei Bereiche von Wissenschaftlern dort. Das waren eben die Naturwissenschaftler, da gab es noch ein paar andere. Es war auch Abi Loeb dort, auch eine Europäerin, Beatrice Villarroel und noch ein paar andere. Dann gab es einen Bereich der Geisteswissenschaftler, die das eben von Religionswissenschaft, historischen, psychologischen Seiten be betrachtet haben. Auch einige sehr berühmte Leute, Jeffrey Kripal, der an seiner Universität vergleichende Religionswissenschaft und Historie unterrichtet, oder eben Diana Pasalka, die ebenfalls an ihrer Universität ganz normale Vorlesungen über Religion macht, oder Religionswissenschaft mit Spezialgebiet Katholizismus und Vatikan. Und dann gab es noch ein paar andere Leute, die aus der Politik stammen, also aktive Regierungsmitglieder wie einer aus Kanada, aktive und ehemalige Militärs der Vereinigten Staaten und Geheimdienstler, die jeweils ihre Erfahrungen dort geschildert haben. Und wie gesagt, alle unter der Voraussetzung, wir diskutieren jetzt gar nicht erstmal, ob es das Phänomen überhaupt gibt, das gibt es. Und was ich eben gemeint habe, warum ich das für einen dritten Wendepunkt halte, ist, die Sachen sind jetzt da, sie sind online. Und das wird eine Weile dauern, bis die entsprechenden Personen das finden und sich anschauen. Die durchschnittlichen Zahlen der Zugriffe sind jetzt noch nicht so hoch. Ich weiß nicht, 30, 40.000 oder sowas. Also ist vergleichbar mit anderen Kanälen eher noch gering.
Aber ich denke, es kommt auch darauf an, wer dorthin klickt. Und ich habe in meinen Standardkommentaren, also ich schreibe ja auch für eine österreichische Tageszeitung eine Blogserie zum Thema UFOs. Und da gibt es immer sehr, sehr kritische Stimmen natürlich, aber ab und zu auch positive. Und es gibt auch einige, die quasi an der Kippe sind oder die Seiten wechseln. Und einer hat geschrieben, also er ist selber Naturwissenschaftler und er hat sich jetzt einige von diesen Soll-Videos angeschaut. Und für ihn bleibt da nur zwei Schlüsse offen. Entweder es ist wirklich etwas dran an diesem Phänomen oder sehr viele hochkarätige Wissenschaftler in eminenten Spitzenpositionen haben den Verstand verloren. Und ich denke, zu einer ähnlichen Einschätzung wird jeder kommen, der sich diese Videos anschaut. Die Selbstverständlichkeit, die Lockerheit, mit denen da berichtet wird über diese Sachen, ist eine ganz andere Qualität, als wenn irgendwelche Leute bei irgendeiner Alien-Konferenz in der Wüste Verschwörungstheorien verbreiten. Ich meine, es ist immer die Definitionsfrage, was ist denn eine Verschwörungstheorie, wenn wir zum Beispiel sagen, dass das amerikanische Militär schon seit längerer Zeit UFOs hortet und verbirgt, ist das natürlich auch eine Verschwörung. Aber ich meinte jetzt, ich weiß nicht, die Aliens kontrollieren uns mit Sendern in unserem Körper und haben unsere Gene manipuliert. Das ist ja alles vielleicht sogar möglich. Aber ich meine jetzt nur, ohne es Beweise zu. Die Frage ist immer die Beweise oder die Hinweise, dass solche Dinge ohne Beweise zu behaupten oder unsere gesamte Zivilisation stammt von den Plejaden und wir wurden vor 2 Millionen Jahren hier abgeworfen und seit damals und was weiß ich. Es gibt ja Leute, die ganz genau wissen, was alles Sache ist und seit wann und seit wo. Dem vertraue ich nicht. Gut, ich habe mich jetzt ein bisschen verrannt, aber was ich meine ist, das sind alles Leute von der Soul Foundation, die, und es wären noch mehr, und es kommen noch welche dazu, die untadelig sind, wenn man so will. Also untadelig ist niemand, aber im Sinne von ihrer Reputation. Die haben keine Schwurbelei im Koffer, sondern eine Fülle von wissenschaftlichen Papieren und hohen Positionen an verschiedenen Universitäten. Und darum denke ich, dass das langsam durchsickern wird. Und das war für mich jetzt im Februar, wir haben ja auch da lange drauf gewartet, eines der Signale oder Anfangssignale, wenn man so will, für das Jahr 2024. Und das ist ja eigentlich deine Grundfrage, von dem ich ausgehe, dass das ein großes Jahr der großen Enthüllungen wird. Ich muss sagen, dass ich das erste Mal davon höre, von diesem Und Treffen. soll? Du sagst es ja selber, die Aufrufzahlen sind ja noch nicht hoch. Und ich habe sofort instant, wie der Amerikaner sagt, mir gedacht, das klingt für mich wesentlich glaubhafter und plausibler, wenn sich so viele Experten aus ihren Bereichen treffen und zusammensetzen, als wie jemand, der nach vorne geht, wie David Grush dann in seiner Situation es Wobei getan David hat. Rush der dritte Gründer, Mitgründer der Soul Foundation ist. Aber nur so zum Hintergrund, ich ne? weiß. Wie das natürlich über die Medien auch rübergekommen ist. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant. Sind denn die Vereinigten Staaten das einzige Land, das in möglichen Kontakt zu besagten Ereignissen steht? Nein, überhaupt nicht. Das werde ich ja oft gefragt und erstens mal kann man das sehr leicht mit ein paar Handgriffen und ein paar Links entkräften, aber ich werde dann immer gefragt, warum dann man nur aus den USA hört. Na gut, meine einfache Antwort darauf ist, es sind nicht zwei Antworten. Die eine Antwort ist, die sind einfach lauter. Ich meine jetzt nicht, dass die Amerikaner grundsätzlich lauter sind, das sind sie wahrscheinlich auch, aber die haben einfach viel mehr Medien, viel mehr 24-Stunden-Medien und einen ständigen Konkurrenzkampf und alles, was wir heute als moderne Medien benutzen, und da meine ich auch durchaus so etwas wie Facebook, Twitter und Co., X und Co., das sind ja alles mit Ausnahme von TikTok amerikanische Medien. Ja? Also das heißt, das ist mal der eine Grund. Und der zweite Grund ist die Sprache. Ne? Die sprechen halt Englisch und die kommunizieren in Englisch. Und ich muss zugeben, obwohl ich rudimentäre Kenntnisse oder vielleicht ganz gute Kenntnisse sogar passiv in Französisch und in Italienisch habe, schalte ich nicht so oft in französische oder italienische Podcasts. Und Spanien ist bereits eine Sprachbarriere und ob ich mir dann irgendwelche Untertitel einschalte, wer weiß. Aber um das ein bisschen genauer zu sagen, nein, natürlich nicht, sondern teilweise waren andere Länder schon viel weiter voraus, gerade Frankreich.
Frankreich hat seit mehreren Jahrzehnten ein aktives UFO-Forschungsprogramm von der Regierung aus, ist mittlerweile eine fixe Abteilung, auch schon seit über 20 Jahren, eine fixe Abteilung von deren Weltraumbehörde. Die Unterabteilung heißt GAIPAN. Wir haben eine große Website, veröffentlichen dort regelmäßig Sichtungen, Analysen, auch von Wissenschaftlern teilweise. Und haben, leider fällt mir jetzt das Jahr nicht ein, aber rund um 2000 das erste Mal einen großen, umfangreichen Report rausgebracht, mit Generälen, mit Wissenschaftlern und so weiter, die die ganzen Sichtungen bis dahin untersucht haben. Ist übrigens auch online zu finden. Und Kometa heißt er, also wie Komet mit C, Kometa Report. Und der ist zur Schlussfolgerung gekommen, da gibt es einiges, was da herumschwirrt, was wir uns nicht erklären können und dass es wert ist, das näher zu untersuchen. Und lustigerweise ist gerade der Kometa-Report etwas, der in Amerika dann einiges ausgelöst hat. Also gerade die Leslie Kean, die berühmte UFO-Journalistin, die diesen berühmten New York Times-Artikel von 2017 geschrieben hat, aber auch den ersten Artikel mit David Grush publiziert hat, die hat gesagt, sie ist als relativ junge Journalistin auf diesen Report gestoßen, hat ihn gelesen und war völlig verblüfft darüber, dass es so ernsthafte wissenschaftliche Auseinandersetzungen mit diesem Thema gibt und so, dass sie zu solchen Schlussfolgerungen führt. Und hier damals dann noch, war dann in Frankreich und hat einige von den Autoren von dem Report sogar interviewt. Also das ist eine Sache. Die Franzosen haben eine kontinuierliche Beschäftigung mit dem Thema seit Jahrzehnten und es gibt dort auch ein System. Also wenn zum Beispiel irgendjemand eine Sichtung macht und sie einem Gendarmen mitteilt, dann weiß der auch, was er damit zu tun hat. Der weiß, wo er sich jetzt hinwenden muss und was er damit sagen möchte. Und um ein zweites Beispiel zu nennen, Italien. In Italien ist es nicht so ausgeprägt, aber dort gibt es eine Website der Luftwaffe, wo jährlich ein Report über das vergangene Jahr gebracht wird, welche Sichtungen wo und wie viele. Und die haben ständig eine Statistik online von allen Fällen, die seit 2001 registriert worden sind. In Spanien gibt es zumindest Interesse des Militärs, das weiß ich. Und um das noch abzurunden, Südamerika gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von Ländern, Argentinien, ich glaube auch Brasilien, Mexiko, gut, Mexiko ist nicht Südamerika, aber trotzdem. Chile, die haben alle Abteilungen der Luftwaffe jeweils mehr oder weniger offen und ein jeweils mehr oder weniger offenes Meldesystem, aber gibt es ebenfalls. Und von China weiß man das, dass sie eine UFO-Forschung betreiben. Das haben sie selber vor ein paar Jahren mal öffentlich bekannt gegeben. Von Russland weiß man es auch. Nicht nur, weil er bereits in den 80er Jahren ein Report oder frühen 90er Jahren ein Report über eine fast 20-jährige Forschung rausgeschmuggelt wurde, sondern auch, weil vor ein paar Jahren der, was war denn der, ich glaube, ein hoher Minister, das war noch vor dem Krieg, auch gesagt hat, natürlich haben sie auch ein UFO-Forschungsprogramm. Ja? Also man weiß es zumindestens. Es gibt in Japan auch Beobachtungen, wobei sehr viele dieser Beobachtungen vermutlich trotzdem direkt an die Amerikaner fließen, womit sich deine Frage ein bisschen der Kreis schließt. Zwar gibt es sehr viele auch eigenständige Beobachtungsstellen rund um die Welt, aber sehr viele kooperieren. Entweder weiß man es oder man geht davon aus, sehr eng mit den Amerikanern und die Infos fließen dann vielleicht eher nach Amerika, als dass sie dann in den Ländern jeweils publiziert werden. Aber ja, nein, natürlich, das Phänomen ist weltweit, die Sichtungen sind weltweit, die wissenschaftliche Beschäftigung damit ist weltweit. Deutschland hat gerade einen UFO-Suchsatelliten ins Weltall geschossen. Auch das ist ein bisschen untergegangen. Das ist der Hakan Kayal, der immer wieder mal auftaucht, ein Astronomie, glaube ich, Professor an der Uni Karlsruhe. Ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht. Ich habe es in meinem letzten News drinnen gehabt. Und jetzt wurde vor einer Woche oder so, oder vor 2 Wochen, ein Kleinstsatellit hinaufgeschossen zur Beobachtung von allem Anormalen. Wurde auch von einem deutschen Ministerium, Bundesministerium für Forschung oder wie immer das noch heißt, bezahlt oder gefördert. Und wenn man die Presseaussendung liest und wenn man die Berichte darüber liest, ja,
ein KI-Satellit, sehr interessant, der wurde bereits bei uns gefüttert mit allen Daten über atmosphärische Vorgänge und Flugphänomene, die wir kennen. Ja, und jetzt fliegt er da herum und er soll halt mal nach Dingen suchen, die wir halt noch nicht kennen. Ja, da kommt, steht nie UFO oder UAP, dass natürlich das Ding dezidiert nach UFOs suchen soll, ja, ist irgendwie klar, aber das schreibt man wahrscheinlich nicht in den Förderungsantrag und nachher nicht in die Presseaussendung, zumindest noch nicht. Aber das ist ein weiteres Beispiel, dass das weltweit ist und sogar bei uns, jetzt im weiteren Sinne uns, deutschsprachiger Raum, es zumindest ab und zu mal etwas gibt, was in diese Richtung geht. Und das ist gerade erst passiert. Also die UFO-Forschung und die Beschäftigung mit dem Thema ist weltweit, nur in Amerika sind sie lauter und sie sprechen Englisch. Die Frage ist natürlich, auch du hast es gerade angesprochen, wenn es da Verbindungen zwischen den Ländern nach Amerika gibt, wie transparent sind natürlich dann auch diese Stellen, diese Berichte? Das heißt, die Frage ist ja, was wird gezeigt und was wird besser verschwiegen? Weil es hat für mich immer den Anschein, dass es mit Amerika steht und fällt. Und das, was du sagst, ist auch da gerade in diesem internationalen Ausmaß auch sehr erstaunlich, dass es eben Meldestellen oder Einrichtungen gibt, die auch wirklich regelmäßig dann Informationen verbreiten von offiziellen Behördenseiten aus. Erweckt aber trotzdem für mich irgendwo so ein bisschen den Anschein, dass wenn irgendwas runtergekommen ist, dass das wohl in Amerika passiert sein muss. Oder gibt es da, sage ich mal, von anderen Ländern dann auch Bestätigungen, dass man etwas gefunden hat? Weil das würde ja natürlich dann Amerika dann eher dann, also das würden sich doch die Amerikaner ja nicht gefallen lassen. Also die wären doch prädestiniert dafür zu sagen, als erstes Land, ja, wir haben das erste Material gefunden. Also das würden die sich ja nicht nehmen lassen. Deswegen halt die Frage, ne, wie verhält sich das dann mit Funden, wirklich mit konkreten, anfassbaren Dingen? Ist das wirklich dann nur in Amerika oder halten andere Länder das womöglich aufgrund von fehlender Transparenz zurück? Also, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich mich jetzt mit der Antwort auf dünnes Eis begebe, sondern es gibt eine ganz gute Faktenlage zwischen den Zeilen dazu. Ich möchte aber den ersten Teil deiner Frage, der nur kurz war, zuerst beantworten, nämlich wie ist das mit der Informationsweitergabe? Da gibt es zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, dass ja sehr viele der großen Mächte rund um die Welt zusammengeschlossen sind mit den USA, und ich meine jetzt nicht mal die NATO, sondern ich meine die sogenannten Five Eyes. Das ist ein Zusammenschluss von fünf Geheimdiensten, also von den Ländern, von den Geheimdienstorganisationen von fünf Ländern. Das ist USA, Kanada, England, also Großbritannien, Australien und Neuseeland. Die sind eins zu eins miteinander vernetzt und da weiß man, dass die auch über UFO-Themen sprechen. Und dann gibt es natürlich sehr viele, erstens mal gibt es die Five Eyes Plus, da ist dann zum Beispiel Frankreich oder Deutschland dabei. Die werden nicht automatisch immer für alles, über alles informiert, sind aber irgendwie im Informationspool enthalten. Und dann gibt es natürlich die Bereiche, wo die USA Einfluss hat. Also wenn man sich die Karten der häufigsten UFO-Sichtungen der Welt anschaut, und die findet man zum Beispiel auf der Website des amerikanischen des amerikanischen Büros für UFO-Forschung des Militärs, also ARRO, AARO, die zwar eine etwas zweifelhafte Rolle spielt, aber sie haben eine Website mit Daten, aarro.mil, schon ist man dort und schon kann man sich die häufigsten Sichtungen der Welt anschauen und sehr viele von denen sind im Bereich von Nord-Südkorea, Japan. Und da weiß man zum Beispiel, dass offiziell die Japaner das nicht untersuchen. Das hat ein einziger japanischer Abgeordneter auch bei so einer Konferenz mal lauthals beklagt. Aber gleichzeitig muss man sehen, dass ja die Japaner seit dem Zweiten Weltkrieg kein eigenes Militär haben. Die haben zwar militärähnliche Strukturen, aber sie haben kein de facto Militär. Und stehen quasi unter dem 1:1-Schutz der Amerikaner, die dort Militärbasen haben. Ähnliches verhält sich, glaube ich, in Südkorea. Das heißt, wenn dort etwas gesehen wird von Japanern oder von Südkorea, geht das aber automatisch mal an die Amerikaner. Und in Südamerika haben die auch nach wie vor gute Verbindungen und ihre Hände in so manchen Regierungsgeschäften. Das haben sie ja in den letzten Jahrzehnten immer gehabt.
Die USA hat Südamerika immer als ihren Hinterhof angesehen, wo sie sich nichts gefallen lassen und schon gar keine Kommunisten zum Beispiel oder kommunistische Regierungen. Und dann gibt es natürlich noch so Fälle wie Deutschland, das jetzt offiziell überhaupt nichts tut, noch nie etwas getan hat und weder das Militär noch Politiker geben darüber Auskunft, als würde dort irgendwann jemals irgendwas gemacht werden. Das hat Andreas Müller sehr gut in seinem Buch Deutschlands UFO-Akten, die UFO-Akten Deutschlands, so in der Art, eins von beiden, exakt genau dokumentiert, nämlich sehr wohl die Fälle, aber auch gleichzeitig die Stellungnahmen, die er eingeholt hat von deutschen, österreichischen und Schweizer Stellen, und alle behaupten absolut eins zu eins, ja, nö, wir sehen da nichts, wissen nichts, wir haben nichts. Und da geht es natürlich dann eine Frage weiter, weil das ist dann auch eine Militärbündnisfrage, insbesondere wenn es dann auch die Schweiz oder Österreich betrifft. Wir sind ja beide neutrale Länder, wobei die Schweiz sogar noch neutraler ist, wenn man so will, weil die nicht einmal bei der EU ist. Und wenn jetzt die vielleicht doch unter der Hand ihre Informationen an die Amerikaner weitergeben, wäre das dann vielleicht, ja, sozusagen demokratiepolitisch nicht ganz wahr. Das Wahre. Andererseits, wie man historisch weiß, war das immer so. Das neutrale Österreich seit 1955 war in engstem Kontakt mit den Amerikanern und hat viel in deren Auftrag erledigt. Auch Wien war ja zeitweise, also das ist ja zeitweise des ganzen Kalten Kriegs, war Wien die Stadt mit der höchsten Spiondichte der Welt. Das wusste man, weil das auch offiziell teilweise mitgeteilt wurde, weil das war die Drehscheibe für alle. Da haben die russischen Spione die Amerikaner getroffen, um sich, ja, vielleicht mal auszugleichen, Gefangenen zu tauschen oder was auch immer. Ja. Gut, das führt jetzt alles zu weit. Also was ich sagen wollte, ist, es gibt sehr wohl die eindeutige Vernetzung und Informationsstruktur, die Richtung Amerikaner geht. Und zweitens, man kann davon ausgehen, dass auch in anderen Ländern, die jetzt nicht in einem direkten Zusammenhang stehen, auch dorthin melden. Möchte ich nicht behaupten, aber es wäre logisch. Und der andere Bereich ist das mit den abgestürzten UFOs. Auch da muss man sagen, ich verwende das Wort abgestürzte UFOs nie. Ich sage immer geborgene. Das hat verschiedene Gründe, auf die können wir vielleicht noch zu sprechen kommen. Tatsache ist, natürlich stürzen die überall ab oder landen überall, wenn man so will. Einige der prominentesten Fälle sind aus Brasilien beispielsweise. Es gibt einen prominenten Fall aus Mexiko. Allerdings, dann kommen die Amerikaner und dann holen sie sich diese Dinge. Und das ist relativ gut dokumentiert, zumindest in dem Fall von Mexiko. Und erst vor ein paar Monaten, war das noch im Dezember oder Jänner, ich weiß jetzt nicht, Dezember oder Januar, ist ein Artikel erschienen in der Daily Mail von, ist zwar auch ein Boulevardblatt in England, aber die Reporter, die dahinter standen, sind seriöse Reporter, ein Amerikaner, zwei Engländer, und die haben ganz genau beschrieben, wie das CIA und welche Abteilung des CIA in Zusammenarbeit mit welchen militärischen Abteilungen sofort tätig wird, wenn irgendwo der Bericht eines Absturzes oder eines aufgetauchten UFOs stattfindet. Und zwar in Kurzfassung, okay, weiß ich jetzt, es ist ein eigenes Office jedenfalls, Office for Global, weiß ich jetzt nicht auswendig, egal. Und so wie das beschrieben wird und eben von Informanten behauptet wird, sieht das so aus, dass die CIA oder auch militärische Abteilungen in Amerika mittlerweile über ein ganz gutes System verfügen, um UFOs zu sehen, also zu aufzuspüren. Und wenn eines davon irgendwo landet oder abstürzt, engagiert dieses Büro sofort die nächste militärische Einheit, die in der Nähe ist. Also es gibt kein stehendes Heer sozusagen, wenn man will, sondern es gibt dann Order an Navy SEALs oder wer auch immer gerade in der Nähe ist, dorthin zu gehen und das alles zu requirieren. Und darüber gibt es wirklich gute Berichte, 1:1 Berichte, besonders aus Südamerika, wo, wenn dort was passiert ist, wenn dort ein Absturz war, auf einmal da die schwarzen Helikopter und die Militärs in
in nicht gekennzeichneten Uniformen, die aber Englisch sprechen, auftauchen und sich das holen. Und da gibt es auch Berichte von einem Objekt, das in den Baltischen See, also wie heißt das bei uns? Das heißt der das Ostsee? Baltic Sea? Ich glaube. Ja. Jedenfalls hier bei uns abgestürzt ist vor einigen Jahrzehnten, wo auch die Amerikaner es angeblich sofort abgeholt haben. Und David Grusch hat ja selber von einem Objekt gesprochen, das schon in den 30er Jahren in Italien gelandet oder abgestürzt ist, das dann ebenfalls von den Amerikanern in den 40er Jahren abgeholt worden ist. Also da das, um deine Frage zu beantworten, wenn es Abstürze gibt, dann gibt es sie weltweit. Und wenn es nicht gerade Russland oder China ist, kann man davon ausgehen, dass die Amerikaner sich sehr schnell Zugriff verschaffen und sich das Ding dann auch gleich abholen. Aber noch eine Einschränkung. Ja, wahrscheinlich gibt es die meisten Abstürze, wenn man so will, in den USA. Aber das hat damit zu tun, dass dort die Dichte an Dingen am höchsten ist, von denen die UFOs scheinbar angezogen werden. Und das sind Nuklearinstallationen. Ja, also die meisten Sichtungen von UFOs sieht man über Nukleareinrichtungen, dort, wo die Raketen stationiert sind. Teilweise auch über Atomkraftwerke und anderen Atomanlagen. Das geht schon zurück seit 40er, 50er Jahre. Da gibt es gute Aufzeichnungen, gute Daten dazu. Und ein anderer Fakt, der immer wieder kolportiert wird, da kann ich aber jetzt nicht verifizieren, ob der stimmt oder nicht. Angeblich hätten die Steuerungssysteme oder die steuernden Personen von UFOs am Anfang extrem schlecht auf Radaranlagen reagiert. Und die ersten Abstürze in den USA, Roswell und so weiter, und das war nach Roswell waren übrigens noch einmal zwei, auch in New Mexico, über die spricht nie jemand, aber die sind auch ganz gut dokumentiert und auch das das Abtransportieren von diesen Dingen durch das US-Militär ist ebenfalls ganz gut dokumentiert, zumindest durch Augenzeugen. Da gibt es Berichte darüber, dass die damaligen Radaranlagen, die besonders stark waren, besonders starke, ich bin kein Physiker, es gibt Amplitude, was auch immer. Jedenfalls eine von diesen Faktoren war besonders hoch, das ist heute nicht mehr der Fall, und die scheint mit UFOs zu interagiert zu haben und sie zum Absturz gebracht zu haben. Ob das jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Und gleichzeitig haben eben auch diese nuklearen Dinge sie offenbar gelockt. Und es kann auch sein, dass Atombombentests dafür verantwortlich waren. Und das sind natürlich lauter Sachen, die hauptsächlich in den USA passiert sind. Und natürlich auch in Russland und später in China, aber da wissen wir es halt nicht so genau. Wenn ich das so höre, dass die UFOs davon angezogen würden, wie Fliegen vom Licht, klingt das für mich eigentlich danach, dass das, was da drin steckt, jetzt nicht wirklich hochzivilisiert schlau ist. Also, dass das passiert. Also, wenn wir wirklich über konkrete Abstürze da sprechen, also jetzt mal unter uns gesprochen und auch unter den ganzen Zuschauern gesprochen, weil das eine ist ja das, was wir ja als Information lesen können und auch verarbeiten. Aber glaubst du persönlich daran, dass sowas passiert, dass wenn die sowieso hierher kommen, dass die angezogen würden und dann wegen unglücklichen Ereignissen dann deswegen abstürzen, also dass das realistisch passiert? Gut. Nur weil sie die bessere Technik haben, müssen sie keine Götter sein. Es gibt einen guten Vergleich. Wenn der klügste Mensch, der zufälligerweise auch noch der beste Kämpfer der Welt ist und die beste Kampfausrüstung, der Welt besitzt, wenn der in den Urwald geht, kann er trotzdem von einem Giftpfeil, von einem Eingeborenen getötet werden. Oder auch von einer Giftschlange. Ja? Oder wenn von hinten ein Speer kommt, ist er genauso tot, als wäre er unbewaffnet. Ne? Also nur weil die in tollen Dingen herumfliegen vielleicht, heißt das noch lange nicht, dass sie in allen Punkten schlauer sind. Ne? Und außerdem, da grenzen wir natürlich gleich an die nächste Frage, wer sind die? Ne? Das ist natürlich ein Fass ohne Boden. Wir können das gerne mal kurz ansprechen. Ich lasse es jetzt mal, um die Frage anders zu beantworten. Erstens, vielleicht sind sie ja trotzdem verwundbar.
Ein Beispiel. Die Aussagen von immer mehr Leuten, die sich damit beschäftigen, gehen in die Richtung, dass die Flugscheiben oder auch Nichtscheiben, also die Flugobjekte, keine materielle Steuerung haben, sondern von den Piloten irgendwie psychokinetisch oder telepathisch gesteuert werden. Und das sind jetzt keine Schwurbler-Informationen, sondern das sind relativ hochrangige Informationen. Und dass es zum Beispiel den Amerikanern erst gelungen wäre, die von ihnen gefundenen Objekte zu öffnen, als sie Leute eingesetzt haben, die so etwas Ähnliches wie telepathische Fähigkeiten hatten, nachdem die Schweißbrenner und Drillbohrer versagt haben. Ja, also, was weiß ich, ich sage jetzt nochmal, ja. Das wird zumindest kolportiert. Also, und dass die Überlegung geht halt in die Richtung, dass diese Strahlungen, und das sind ja auch Strahlungen von den Atombomben aus, dann vielleicht eher die Piloten beeinflusst haben. Dass die also sozusagen ohnmächtig wurden oder was auch immer und daraufhin die Gefährte abgestürzt sind. Die zweite Sache ist die, es gibt Aussagen von Leuten, sowohl Theoretikern als auch Leuten, die behaupten, sie sind in Kontakt mit irgendwelchen Außerirdischen, die darauf hindeuten, dass einiges davon nicht real in unserer Welt, sprich von anderen Sternen in realen Raumschiffen hierher kommt, sondern vielleicht hier neben uns in einer anderen Dimension, in anderen Dimensionsräumen rund um uns herum lebt. Und da wird behauptet, dass das, was wir tun, dort auch negative Einflüsse hat. Also sie sind ein bisschen, sie sind gegen unsere Atomschläge oder Atomwaffen. Nicht nur deswegen, oder auch Atomkraft, nicht deswegen, weil sie sich so viel Sorgen um uns machen, sondern weil das in diese andere, von mir aus feinstoffliche oder parallele Welt dringt und dort Schaden anrichtet. Und das Dritte, was jetzt schon ein paar Mal gestreift wird, jetzt gestriffen wurde, das möchte ich jetzt einmal aussprechen. Man geht nicht immer davon aus, dass die Objekte abgestürzt sind oder abgeschossen wurden oder die Piloten versagt haben. Es gibt auch die Überlegung, dass manche gezielt platziert wurden. Also da spricht man von sogenannten Donations, also Schenkungen. Und das gilt auch für Material, das gefunden wurde. Und das geht dann mehr so in Richtung der sogenannten Zoo-Hypothese, also dass wir beobachtet werden, dass man uns fördert und vielleicht irgendwann mal, wenn wir reif genug sind, mit uns in Kontakt treten möchte. Und da gibt man uns halt sozusagen kleine technische Spielereien, um uns daran vielleicht weiterentwickeln zu können. Und wenn das stimmt, dann, es wird ja auch behauptet, dass einige der modernen Entwicklungen unserer Technik tatsächlich auf Alientechnik basieren, an denen Amerikaner oder amerikanische Firmen schon lange forschen. Also wenn dem so ist, dann hat das ja auch zumindest zum Teil schon geklappt. Und da wäre dann sozusagen, aber da kommen wir wieder zu dem, was ich vorher gesagt habe. Wer sind diese Wesen? Was wollen sie hier? Das ist ein riesiges Thema. Und eine der Möglichkeiten wäre eben, sie sind sanfte Hüter oder auch nicht so sanfte Hüter. Und ab und zu werfen sie uns halt einen Knochen hin und schauen, was wir damit anfangen oder was wir daraus machen. So wie in einem Zoo oder auch in einem in der freien Wildbahn Forscher vielleicht mal vor verschiedenen Tieren einen Spiegel aufstellen, um herauszufinden, ob die ein Ich-Bewusstsein haben. Ne? Da gibt es diese Experimente mit Elefanten und mit Tigern und so weiter, wie die darauf reagieren, wenn sie im Urwald plötzlich einen Spiegel sehen und sich drin sehen. Genauso gut könnte man sagen, ja, und die uns beobachtenden Wesen werfen uns manchmal ein nicht mehr gebrauchtes Gerät hin, um zu schauen, was wir damit machen. Und eine andere dritte oder vierte Möglichkeit ist auch noch die, die wir zum Beispiel von Avi Loeb und von anderen Leuten, die eher ein bisschen materialistischer arbeiten, gesagt, die gehen davon aus, dass viele von den beobachteten Phänomenen vielleicht so etwas wie außerirdische Drohnen sind. Vielleicht sogar autonom agierende, KI-gesteuerte Drohnen, die von irgendwelchen Zivilisationen irgendwo anders vor Zehntausenden Jahren weggeschickt worden sind. Und wenn die ankommen, haben sie vielleicht ihr Ziel erreicht, stürzen ab und verglühen dann eben. Oder sind noch eine Weile intakt und dann sind sie eben kaputt. Das ist etwas, was das Avi Loeb immer wieder sagt. Wir schicken mit ja bereits auch schon Sonden außerhalb unseres Welt unseres Sonnensystems und
die ist nicht mehr so kluge Sonden. Aber wenn Voyager 1 und Voyager 2, die jetzt an der Grenze unseres Sonnensystems sind, in ein paar hunderttausend Jahren im Weltall wird ja nichts so schnell kaputt, also komplett kaputt. Wenn die halt in ein paar hunderttausend Jahren oder Millionen Jahren auf einen Planeten abstürzen und der ist zufälligerweise bewohnt, werden die vielleicht auch unseren Schrott finden und sich damit beschäftigen. Also es gibt viele Möglichkeiten und leider noch sehr wenig eindeutige Beweise. Das ist auch eine absolut krasse Vorstellung. Also das, was wir Menschen ja auch schon nach da oben schießen, dass das ja schon wirklich ganz, ganz viele Tausende, Hunderttausende Kilometer gemacht hat und dass das natürlich, wenn es nicht kaputt gehen sollte, ewig erstmal weiterfliegt und vielleicht irgendwo ankommen kann, so Gott will oder so Gott der Erschaffer dahinter vielleicht möchte, dass jemand anderes eben dann auch womöglich diese Entdeckungen machen kann, die wir jetzt vielleicht gerade auf der Erde machen oder auch schon seit Jahrzehnten machen. Wir kommen da ja hinter, jetzt so langsam. Und das ist auch eigentlich jetzt so nach fast 45 Minuten das Thema der Sendung, was ich mit dir ansprechen wollte. Eigentlich. Wenn ich zu lange rede, musst du mich stoppen. Ach, alles gut. Ich höre dir gerne zu und die Zuschauer auch in jedem Fall und die Zuhörer vor allem auch auf den ganzen Podcast-Plattformen. Für euch auch zur Info, Haralds YouTube-Kanal ist in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Die Wochenshow, sehr, sehr interessant. Jede Woche die neuesten Neuigkeiten zu allen UAP-Themen. Ich hatte dich vor ein paar Tagen gefragt, so, worüber wollen wir denn vielleicht reden? Weil wir hatten uns ja vor kurzem im Sagenhaft und Sonderbar Podcast ja auch kennengelernt. Und da bin ich auf deine Facebook-Seite gestoßen, weil wir uns auch vernetzt haben und habe einen sehr interessanten Artikel von dir gefunden, einen Posting-Beitrag, und der eigentlich nahtlos direkt an dieses Thema anschließt. Und zwar ging es um Hashtag das Thema der Zeitkapsel, deine Vorhersagen für das Jahr 2024. Und da geht es ja schon sehr, sehr stark in diese Richtung, worüber wir gesprochen haben. Und der zweite Punkt, den du erwähnt hast als deine Vorhersage für 2024, den kann man hier jetzt sofort zitieren, wo ich schon gefühlt 1000 Fragen vorher hatte, aber jetzt noch viel mehr. Und zwar schreibst du für 2024 als Vorhersage, das James-Webb-Teleskop wird mit ziemlicher Sicherheit primitives Leben auf anderen Planeten finden, in Klammern Biomarker in der Atmosphäre, und mit einer nicht geringen Wahrscheinlichkeit auch höher entwickeltes Leben, in Klammern industrielle Marker in der Atmosphäre, Technosignaturen. Erstmal zur Begriffserklärung, damit wir ja alle auch erstmal überhaupt verstehen, was du damit meinst. Was bedeuten Biomarker in der Atmosphäre, dass wir da primitives Leben finden? Was bedeutet das? Ich muss mich da übrigens kurz entschuldigen. Nach einer Stunde oder so fast Gespräch habe ich in Wirklichkeit eine erste Frage, nämlich was ich für 2024 erwarte, noch gar nicht beantwortet. Insofern herzlichen Dank, dass du mich zurückführst. Nur ein winziges, aber wirklich ein winziges PS zu unserem letzten Thema. Man darf nicht vergessen, unsere beiden Voyager-Sonden sind ja nicht nur Horchposten gewesen, sondern die haben ja auch Sachen an Bord zur Kontaktaufnahme. Ne? Die haben ja diese berühmte Platine drauf, in Gold geprägt, wo man einen nackten Mann und eine nackte Frau sieht und wo man einen Wegweiser zu unserer Planeten in kosmischen Landkartenstil sozusagen findet und eine sich ewig abspielende Schallplatte am Außen in Gold, die Musik und philosophische Texte und verschiedene Grußbotschaften von rund um der Welt aussendet. Also das haben wir schon gemacht mit unseren, das war in den 70er Jahren, glaube ich, echt primitivsten Mitteln. Also warum sollten nicht höher entwickelte Zivilisationen so etwas auf ein viel höheres Niveau machen? So, Ende des Gesprächs. Wobei ganz kurz, Harald, Ja. ne, ganz kurz, du sagst ja, und ich Ja. kenne diese goldene Platte, Ja. ne, ich nenne sie mal goldene Schallplatte. Johnny B. Goode von Chuck Berry ist da ja unter anderem drauf. Das ist natürlich vor 50 Jahren entstanden, das Ja, Ding. ja. Ja? Und das sieht natürlich jetzt richtig oldschool aus. Aber jetzt mal nur als Gedankenexperiment. Ich stelle mir jetzt mal vor, sowas kommt von woanders zu uns geflogen. Aufgrund dessen, weil das eben so eine goldene Platte hat. Und wenn man das betrachtet, liebe Zuschauer und Zuhörer, schaut euch das mal bei Google an, wie das aussieht. Das sieht ja schon sehr kryptisch, sehr außerirdisch aus. So. Und ich denke mir nur gerade als Gedankenexperiment, wenn so eine Platte zu uns kommen würde, die so aussieht wie das da, was wir vor 50 Jahren entwickelt haben, ja,
Da würde ich auch sagen, puh, das ist aber hier, das ist richtig. Das ist richtig Alien-Style. Also das muss richtig hohe Technologie sein. Weil wenn du das nur betrachtest, so von dem, was Ja, du ja. siehst, ne, das ist einfach, das ist halt schon so lange her, dass es gefühlt wieder aus der Welt halt raus ist, ne? Von dem, wie es halt eben aussieht. Ja, um mal ganz kurz in den Bereich der seriösen Wissenschaft zu treten, es gibt einige ganz ernsthafte Forschungen in verschiedenen Wissensgebieten, die sich mit der Frage beschäftigen, wie würden wir eine außerirdische Sprache verstehen können? Was wäre die Möglichkeit einer Kommunikation? Oder auch eben SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, auch schon seit den, glaube ich, 70er Jahren aktiv, damals übrigens genauso verschrien wie heute Ufologie. Wie würde ein außerirdisches Signal denn aussehen oder aussehen müssen, damit wir es als solches interpretieren können? Schon diese Platte war gar nicht so blöd, sie sieht zwar komisch aus, aber da ist stilisiert ein Wasserstoffatom drauf und eine einfache mathematische Formel und eine einfache chemische Formel und so weiter, die man so formuliert hat, also jetzt nicht einfach in Lateinschrift, wie wir uns bei unserer Lehre an die Tafel schreiben würde, sondern die sie so formuliert haben, dass man davon ausgeht, dass jemand, selbst wenn er andere Sinnesorgane, also sehen müsste das schon, aber ich meine, anders agieren würde, wenn er intellektuell genug ist, herausfinden müsste, was wir damit meinen. Also das ist Schwierig. schon, Halte ich ja, für schwierig. Halte ich ehrlich gesagt für schwierig, weil also, da würden wir ja. ja automatisch ja die Vermutung oder Anmaßung ja sozusagen auch direkt treffen, dass wir voraussetzen, dass die das schon verstehen. So, Ja, das halte ich halt wie für gesagt, natürlich für schwer ja, voraussagbar, ne? Klar, ich sage logisch. ja nicht, dass es geht. Ich sage nur, dafür gibt es tatsächlich ernsthafte Zweige der Wissenschaft, die sich genau mit solchen Dingen beschäftigt. Ne? So, aber jetzt sind wir wieder mal abgeglitten. Du wolltest eigentlich was über meine Voraussagen wissen. Ich Technik, die Natur. würde es Ja, nochmal wiederholen. okay, nein, das mit den Themen sieht, ich weiß schon wieder. Genau. Schau. Vielleicht mal anders gefragt, Harald, Ja. bevor du anfängst, lass mich anders fragen, Ja. weil das, worüber wir ja jetzt bisher die ganze Zeit gesprochen haben, ist ja, dass Regierungen, Institutionen uns vielleicht nicht alles erzählen und uns gewisse Dinge zurückhalten. So, jetzt sagst du ja, das James-Webb-Teleskop könnte ja was entdecken. Würde denn, sage ich mal, die ganze Organisation und alle Menschen, die dahinter stecken, hinter dieser Entdeckung, würden die das einfach so rausbringen, einfach so auf ihrer Webseite veröffentlichen, so, Ja, bam, das haben wir jetzt ganz, ganz gefunden? einfach, ja, das kannst du gleich wieder vergessen, die Idee, denn das James-Webb-Teleskop ist eine Gemeinschaftsforschungsstelle von verschiedenen Ländern, verschiedenen Institutionen und die können dort einfach Zeit mieten. Das heißt, wenn jetzt die ESA, also die Europäische Forschungsorganisation oder ein bestimmtes Institut oder sowas dort Zeit bucht und dann die Ressourcen auf ein bestimmtes Objekt richtet und die Daten filtert, kriegen das die, ja. Und selbst wenn wir jetzt behaupten würden, ja, und die Amerikaner Geheimdienste, die haben da eine Zwischenstelle und so weiter, die könnten das nicht so einfach stören, die könnten es höchstens abschöpfen. Ja, also da gibt es jetzt nicht die eine Institution, die dieses Teleskop steuert und die Oberhoheit über alles hat. Das ist quasi eher wie ein Mietauto. Also du kannst Zeit darauf buchen und was du dann in der Zeit damit machst, ist deine Sache. Natürlich nicht ganz. Also gewisse Mindeststandards sollte es erfüllen, aber du brauchst ja auch für ein Mietauto einen Führerschein. Gut, okay. Lassen wir den Vergleich. Das heißt, also ich glaube sehr wohl, wenn da was. Und bevor ich jetzt auf diese Signaturen zu sprechen komme, es ist ja die Frage, wie hoch schätzt du eine Verschwörung ein? Ne? Also es gibt diejenigen, die sagen, die NASA hat noch nie was gefunden. Dann gibt es diejenigen, die sagen, die NASA hat was gefunden und hat gewisse Bildplatten, Fotos, Filme unterdrückt und bereinigt über den Mars oder sonst was, ja, im Auftrag der Regierung. Kann ich mir vorstellen. Dann gibt es die nächste, die sagt, ja, in Wirklichkeit verfügt die NASA über Geheimtechnologie und macht bereits selbst Science-Fiction-mäßige Dinge.
Damit tue ich mir schwerer, weil die Beweislast dafür größer wird und dafür gibt es eigentlich nicht wirklich Anzeichen. Und dann gibt es die, ja, und die Amerikaner haben bereits eine Space Force und in Zusammenarbeit mit der NASA und sie haben schon Tausende oder Hunderte Raumschiffe, die bis über unser Sonnensystem hinausfliegen und regelmäßigen Kontakt mit Aliens haben und wir haben Marsbasen und der Mars ist bewohnt und so weiter und so weiter. Ja, behaupten kann man viel. Ja, also da würde ich dann doch gerne auch nur ein Foto davon sehen oder auch nur ein kurzes Filmchen, ja. Ich Außerdem. denke, was diese Dinge angeht, wie das Leben schon auf dem Mars dann da ist, in welcher Form auch immer, ich denke, das ist, auch wenn es verdammt weit weg ist, ja, es ist verdammt weit weg, aber es gibt genug Menschen im privaten Bereich in ihrem Leben, die über sehr viel Geld verfügen, die auch in diesem Bereich ein sehr, sehr ernsthaftes Hobby vielleicht auch verfolgen und imstande wären, das sehr wahrscheinlich Okay, auch dann zu sind es überprüfen. drei, ja. Ja. Okay, vielleicht haben schon welche ein Raumschiff gebaut und es sind schon drei oben, ja. Aber dass eine tausende Soldaten einer Eliteeinheit, die wahrscheinlich schon als Kinder entführt werden und dann irgendwie auf einer Mondbasis ausgebildet werden, um dann im Space Corps beizutreten, ja. Also dafür bräuchte ich doch ein bisschen mehr Beweise als nur eine wohlmeinende oder vielleicht auch nicht wohlmeinende Annahme. Nochmal. Aber ist das etwas, was du trotzdem während deiner eigenen Gedanken, weil du nimmst ja aufgrund deiner Wochenshow nimmst du ja auch Informationen auf und musst sie ja so verarbeiten, dass alle Menschen das verstehen. Das heißt, es ist ja auch nicht immer genügend Platz dafür, in der Informationsverbreitung auch seine Meinung da offen dann grundzulegen. Dafür gibt es natürlich auch Anschlussfolgen, Anschlusssendungen, die du natürlich auch machst, ne, die auch darüber auch aufklären. Aber wenn du diese Informationen ja zum Beispiel aufnimmst, wie eben diese Behauptungen gerade, dass vielleicht auf dem Mond dann halt irgendwelche Menschen hochgezüchtet werden, die dann weitergeschickt werden, findet das denn trotzdem in einer ganzen Recherche, so absurd das vielleicht auch am Anfang klingen mag, trotzdem denn irgendwo noch so einen gewissen Punkt im Hinterkopf, wo du sagst, so, das würdest du trotzdem jetzt nicht zu 100% ausschließen? Ich sag gleich mal vorweg, ich schließe nichts zu 100% aus, ja. Ich schließe in diesem Zusammenhang weder aus, dass die geheime Weltregierung in Zusammenarbeit mit den Aliens uns bereits seit Jahrtausenden kontrolliert und die ganzen Raumschiffe, die wir sehen, in Wirklichkeit unsere eigenen sind und die gehören zur Space Force. Ich schließe es nicht aus, ich halte es nur für unwahrscheinlich. Umgekehrt schließe ich nicht aus, dass alles, worüber wir hier reden und Dutzende andere Kanäle und alles andere, nichts ist als Fantasterei und es lässt sich alles durch Zufälle und ganz banale Dinge aufklären. Auch das schließe ich nicht aus, ich halte es auch für unwahrscheinlich. Um deine Frage ganz einfach zu beantworten, es ist die Frage der Quelle. Ich habe ja begonnen, für eine seriöse österreichische Tageszeitung diese UFO-Geschichte zu schreiben und ich führe diese mehr oder weniger oder versuchte seriöse News-Berichterstattung auch auf meinem Kanal weiter. Und das mache ich auf die Weise, dass ich mich möglichst peinlich genau above ground bewege. Was meine ich damit? Ist, meine Quellen sind, natürlich sind sie Zeitungen oder Podcasts, aber die Leute, die das aussagen in diesen anderen Medien, sind Wissenschaftler, Politiker, denen kann man nun glauben oder nicht, aber halt sind offizielle, machen offizielle Aussagen, Militärs, gilt genau dasselbe, kann man ihnen glauben oder nicht, aber sie sind offiziell. Wenn jetzt irgendein UFO-Forscher, wie wohlmeinend der auch sein mag oder sowas, einfach irgendwas behauptet, ist das für mich weniger berichtenswert, weil es keine offizielle Quelle ist. Ich habe in den letzten Monaten ab und zu über die alten Videos, Tic-Tac-Videos und so weiter berichtet und ich habe dann vor ein, zwei Monaten über dieses Quallen-UFO, also dieses Jellyfish-UAP berichtet, weil es von einer militärischen Kamera über einen militärischen Camp der Amerikaner und der vereinten Streitkräfte irgendwo im Irak oder so aufgenommen wurde. In der gleichen Zeit habe ich einige durchaus interessante und für mich durchaus glaubwürdige Aufnahmen von anderen UAP-Sichtungen gesehen, Handy und andere. Aber ich kann das nicht verifizieren. Das hat halt eine Touristin in der Türkei aufgenommen. Da gibt es ein Bild, das halte ich für fast 100% glaubwürdig nach meiner Einschätzung her. Ja. Aber ich kann es nicht nachweisen. Ja. Ich kenne die nicht, die Touristin, die das aufgenommen hat. Ja. Und wer ist sie? Woher kommt sie? Ich meine, in dem Fall weiß man, woher sie kommt, aus Polen, glaube ich. Aber ich meine jetzt, das ist halt nur irgendjemand.
Und ich berichte halt absichtlich in dieser Selbstbeschränkung, wenn man so will, nur über verifizierbare offizielle Quellen. Du hast natürlich recht, es kommen mir auch andere Sachen unter. Aber auch in meinem eigenen Denken, journalistischen Spürsinn, Bullshit-Detektor oder wie immer man das auch nennen möchte, lege ich auch relativ hohe Kriterien an, um etwas für glaubwürdig und nachvollziehbar zu halten. Und natürlich ist es schwierig, das weiß ich schon, weil warum sollte ein hochrangiger Militär, der irgendwelchen amerikanischen Politikern etwas sagt, und das erfährt man, warum soll das jetzt unbedingt glaubwürdiger sein als jemand, der sich mit gutem Gewissen und ernsthaft auf seine eigene Feldforschung begibt, ja? Aber es ist halt als offizielle Stellung nachvollziehbarer. Und nochmal, vorstellen kann ich mir alles. Ich bin Star Trek-Seher seit den Originalausstrahlungen im österreichischen Fernsehen in den 70er Jahren. Und ich bin Perry-Roden-Leser seit meiner Teenage-Zeit. Nicht durchgehend, aber doch. Ich habe ganz viel Science Fiction gesehen und gelesen und gehört. Also vorstellen kann ich mir alles. Auch die esoterischeren Erklärungen für das Auftreten von Phänomenen. Aber die Frage ist, was kann man mit einigermaßen Sicherheit aus berufenem Mund hören und glauben? Und das ist jetzt der pragmatische Schluss, nachdem ich mich jetzt relativ viel Zeit diesem Thema widme, was ich berichte, beschäftige ich mich auch eher mit diesen offiziellen Quellen. Und wenn ich dann irgendwas finde, was vielleicht auch interessant, aber eher fantastisch und unbelegbar ist, dann schaue ich mir das meistens gar nicht näher an, weil ich gar nicht die Zeit habe, mich damit näher zu beschäftigen, weil ich mich mit einem anderen Thema beschäftige, weil die eben gerade in der letzten Zeit so explodieren. Wie herausfordernd ist es denn, sag ich mal, die guten Nachrichten von den schlechten zu unterscheiden? Weil ich es ja selber auch beispielsweise aus den Facebook-Gruppen erkenne, wo wir auch unseren Podcast immer freundlicherweise bewerben und das wird auch immer durchgewunken. Da auch an alle Administratoren, die vielleicht heute Abend hier mal zuhören, vielen Dank, dass ihr unsere Werbung auch immer zulasst. Deswegen sind wir auch alle so groß hier geworden im Podcast. Aber wie schwierig ist es mittlerweile, insbesondere jetzt seit den letzten 6 Monaten, wirklich gute Nachrichten oder von schlechten oder von wahrheitsgemäßen zu unterscheiden, also Ich beantworte es nochmal auf eine einfache, pragmatische Antwort. Ich widme mich den offiziellen Sachen. Punkt aus Ende. Wenn was offiziell irgendwo passiert, dann berichte ich drüber, schaue es mir näher an. Und zwar egal, ob das jetzt Alien-Mumien vor dem mexikanischen Parlament ist, weil es war immerhin vor dem mexikanischen Parlament. Ja? Also ist das für mich ein Thema. Aber wenn angeblich 3 Meter große Aliens in einer Shopping Mall in Florida auftauchen und eine Massenpanik verursachen, und es gibt dazu keine Fotos, keine Beweise und ein paar Aussagen, die wieder zurückgenommen worden sind und Aussagen, wo Leute sind, ja, sie haben sich nur wichtig gemacht. Und das Einzige, was man mit sich und die Polizei sagt, Entschuldigung, da waren ein paar Jugendliche und haben Feuerwerkskörper geworfen. Und es hat halt geknallt und die Leute sind halt in Panik rausgefahren. Und darum sind die Polizisten gekommen. Habe ich immer noch so ein Ohr im Hintergrund, ob da vielleicht nochmal eine andere Information rauskommt. Aber solange das nicht mehr ist, widme ich meine Aufmerksamkeit dem nicht und sortiere es für mich aus. Weil es ist nur in gewisser Weise Hörensagen. Und wenn zu gleicher Zeit ein amerikanischer Abgeordneter oder zwei und am besten noch ein Demokrat und ein Republikaner gleichzeitig aus einer geheimen Kammer raustreten und beide sagen, oh, es schaut so aus, als wären tatsächlich Leute gestorben oder umgebracht worden, um Geheimnisse zu bewahren, und das haben sie gesagt, dann ist das für mich berichtenswert. Also der Filter für mich ist der, wo kann ich die Quelle belegen? Das ist jetzt schlecht ausformuliert, aber ich glaube, ich habe das jetzt auf ein paar Weisen schon beantwortet. Und daher ist es für mich auch nicht so schwer, das zu trennen. Ich durchforste, um ein Beispiel zu nennen,
täglich mehrmals Twitter. Also ich bin nicht die ganze Zeit drauf, das wäre auch ein zu groß, aber es gibt ein paar, auch da folge ich gewissen Leuten, gewissen Quellen und schaue halt, was macht Lou Elizondo, hat Chris Mellon, Christopher Mellon was gepostet, hat Jamie Foxx was über seinen neuen Film geschrieben, hat der John Greenwald Jr. von Black Vault neue Dokumente hochgeladen, die er über den Informationsfreiheitsgesetz bekommen hat, oder ein paar andere Leute, denen ich folge, die sowas auch verfolgen und dann sehe, ob die bereits darüber was schreiben oder reagieren. Ne? Und da gibt es natürlich auch ganz viele Meldungen von irgendwas und von irgendwelchen Konferenzen und von irgendwelchen Theorien und von irgendwelchen Sichtungen. Und irgendjemand hat in einem alten Manuskript irgendwas gefunden, bla bla bla. Das ist alles gut und schön, aber das sortiere ich dann einfach aus Platzgründen, aus Zeitgründen eigentlich aus. Gut, soll ich das jetzt mit den Technosignaturen beantworten? Soll ich das denn nochmal für die Zuschauer und Zuhörer nochmal vorlesen, damit wir nochmal wissen, worum es geht? Und zwar, eine deiner Vorhersagen war, das James-Webb-Teleskop wird mit ziemlicher Sicherheit primitives Leben auf anderen Planeten finden und mit einer nicht geringen Wahrscheinlichkeit auch höher entwickeltes Leben. Das ist heavy. Das ist Okay. natürlich, ja. Ja, das die Antwort hat mehrere Stufen. Ich werde versuchen, es kurz zu halten. Erstens, wir wissen noch gar nicht so lange, dass es andere Planeten gibt. Also als ich in die Schule gegangen bin, ich muss mich jetzt outen, ich nähere mich den 60, als ich in die Schule gegangen bin, gab es doch überhaupt keinen bekannten außer solaren Planeten, natürlich außerirdisch schon, aber halt in unserem Sonnensystem. Keinen. Und es gab noch genug Wissenschaftler, auch Astronomen, die bis in die 90er Jahre hinein die These vertreten haben, das Sonnensystem unseres könnte eine Anomalie sein und Sonnen bringen normalerweise keine Planeten hervor. Und nur bei uns ist das passiert. Da Wann gibt's hat man denn den ersten ja Planeten eben außerhalb mit unseres Mitte der Sonnensystems 90er entdeckt? Jahre. Mitte Nein. der 90er Jahre. Nein, das glaube ich nicht. Ja, na schau's Ehrlich? nach. Du kannst gerne. Ja, nee, ich glaube es dir, aber es klingt so unfassbar unglaubwürdig. Mitte der 90er Jahre. Und dann waren es 2 und dann waren es 5 und dann waren es 10 und jetzt sind wir, glaube ich, bei 5000 oder sowas ähnliches. Die Methoden haben sich auch verbessert. Am Anfang hat man das ja nur so feststellen können, dass wenn man eine Sonne beobachtet hat, immer mit dem Teleskop und ab und zu ist die ein bisschen dunkler geworden und dann hat man gemessen, wie oft sie dunkler wird und dann hat man immer berechnet, das entspricht einem Planeten, der rundherum fliegt. Und eine gewisse Größe habt. Das hat man mittlerweile schon verbessert, weil man genauer hinschauen kann. Es gibt den Gravitationslinseneffekt, mit dem Dinge vergrößert werden. Man kann die Veränderung, da kommen wir dann gleich hin, man kann von jeder Sonne das Strahlungsspektrum ablesen. Und wenn ein Planet vorbeifliegt, der eine andere Atmosphäre hat, ändert sich das Strahlungsspektrum, das wir empfangen. Daher können wir die Rückschlüsse auf die Atmosphäre der Planeten haben, die wir da sehen. Und mittlerweile sind wir bei, ich glaube, 5000 auf jeden Fall, wenn nicht noch mehr Planeten. Und es gibt mittlerweile Berechnungen, die sagen, dass im Durchschnitt jede Sonne mindestens einen Planeten hat, wahrscheinlich zwei oder mehr. Und dass es dann darüber hinaus auch noch wahrscheinlich eine noch größere Anzahl von Planeten gibt, die nicht an Sonnen gebunden sind, sondern die im Leerraum zwischen den Sternen treiben, weil sie bei der Entstehung eines Sonnensystems ausgestoßen wurden, die sogenannten Dunkelwelten. Und wenn man das zusammenrechnet, kommt man allein in unserer Milchstraße auf Billiarden, ich müsste jetzt nachschauen, aber egal. Was haben wir? 100 bis 300 Milliarden Sonnen, glaube ich, in unserem Sonnensystem. Und wenn du dann das mal irgendwas nimmst, kommst du dann schon in die Billiarden hinein. Ja? Also auf Englisch schon Trillion, das ist leider verwirrend, aber egal. Jedenfalls unfassbare Mengen von Planeten. Und die sind mittlerweile eindeutig bewiesen. So, jetzt kommen wir zu den Signaturen. Ich bin, wie gesagt, kein Physiker und ich bin in diesen Sachen gar nicht so gut, aber ich verstehe sie grundsätzlich in der Zusammenfassung. Wenn ein Lichtobjekt strahlt, kann man das lernt jeder irgendwann mal in der Physik, glaube ich, mit einem Prisma aufspalten
Spalten. Ja, da gibt es dieses Lustige, du hältst ein Glasprisma hin und dann hast du die Strahlen in verschiedenen Farben dahinter, Regenbogenfarben. So, für uns sieht das hübsch aus, aber für einen Physiker oder Chemiker, der sieht sich genau die Verteilung an. Zu wie viel Prozent ist das jetzt rot, zu wie viel Prozent ist das jetzt grün, bla 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 bla. Und daraus kann man dann nicht nur die Intensität und was weiß ich, der Strahlung abmessen, sondern auch die Qualität und welche Stoffe zum Beispiel, ich möchte mich jetzt nicht um Kopf und Kragen reden, jedenfalls durch diese Spektroskopie, um ein schönes Wort einzuwerfen, kann man die chemische Zusammensetzung eines Mediums bestimmen, durch die das Licht durchgegangen ist. Ein schönes Beispiel dafür ist, dass die Sonne uns bestrahlt und teilweise geht sie auch durch die Atmosphäre der Venus. Und da hat man, da kommen wir jetzt zu biologischen Signalen, vor ein paar Jahren bestätigt, was man schon vorher mal gesehen hat, dass es da bestimmte Aminosäuren, auf jeden Fall irgendwelche Bausteine des Lebens in der Atmosphäre der Venus gibt oder ich glaube, oder aus Stoffwechselprodukte, die auf der Erde nur von biologischen Lebewesen ausgesondert werden. Irgendwas Chemisches. Man kann es nachschauen, es ist nicht so schwer zu finden. Tatsache ist, es tobt momentan ein gewisser Streit darüber, ob vielleicht die Venus, die bei uns immer als einer der unbewohnbarsten Planeten des Sonnensystems gesehen wurde, weil dort chemische Stürme und weiß Gott was alles toben und es giftige Atmosphäre hat, möglicherweise aber in der Atmosphäre weiter oben es eine habitable Zone gibt, in der möglicherweise Bakterien leben, die in der Luft schweben. Die gibt es ja bei uns auch. Also es gibt auch bei uns Lebewesen in der Atmosphäre. Und das wäre ein Beispiel für eine Biosignatur. Man findet ein Element, das man, von dem man ausgeht, dass es nur im Zusammenhang mit Leben entstehen kann. Also, wenn Bakterien irgendwas tun, sich fortpflanzen oder Stoffwechsel betreiben, scheiden sie eine bestimmte chemische Struktur aus, die anders eigentlich nicht entstehen kann. Und wenn man so etwas in einer Atmosphäre misst, kann man davon ausgehen oder sogar bis zur Sicherheit gehen, dass es auf diesem Planeten Leben gibt. Und da sind wir knapp davor. Warum sage ich knapp davor in meiner Voraussage? Weil der James Webb erst seit einem Jahr oder 1,5 Jahren da oben ist und erst jetzt mal anfängt. Der ist noch lange nicht durch bei den ganzen Planeten. Und es gibt ein paar, von denen man schon weiß, dass sie Atmosphären haben und dass sie erdähnlich sind und ich weiß Gott was alles. Und dort würde man dann eben, wenn man das analysiert, mit großer Wahrscheinlichkeit, früher oder später, auf irgendwelche chemische Stoffe stoßen, die also darauf hindeuten oder beweisen, dass dort Leben sein muss. Das sind die sogenannten Biosignaturen. Und da gab es vor ein paar Wochen schon mal so ein bisschen ein Rauschen im Blätterwald, dass vielleicht die NASA demnächst was bekannt geben würde. Also wenn ich den Gerüchten in diese Richtung Glauben schenke, dann sind wir ungefähr dort, dass es bereits Daten gibt, dass aber die entsprechenden Forscher sie noch auswerten, verifizieren und erst bekannt geben würden, wenn sie absolut sicher sind. Darum habe ich diese Voraussage gemacht, weil es bereits deutliche Anzeichen darauf gibt. Und sollte sich das, wovon jetzt gerade hinter vorgehaltener Hand geredet wird, doch als nicht richtig herausstellen, ist dann halt der nächste oder der übernächste Planet. Also allein von der Forschungsstand, dass Leben sich sehr schnell unter den ungünstigsten Umständen entwickeln kann, geht man eigentlich davon aus, dass ein Planet, wenn er eine gewisse Grundstruktur hat, wobei Leben ist natürlich eine Definitionsfrage, wir reden jetzt mal von Leben, wie wir es kennen, also bakteriell und pflanzlich und so weiter. Aber man kann davon ausgehen, dass gewisse Dinge, ein anderes einfaches Beispiel. Unsere Atmosphäre ist sehr, sehr stark und sehr, sehr reich an Sauerstoff. Warum? Sie ist reich an Sauerstoff, weil wir einen dichten Pflanzenbewuchs haben. Nicht nur die Wälder, sondern auch das Meer mit Algen und so weiter produziert viel Sauerstoff. Das ist etwas, was in einer Atmosphäre eines nicht belebten Planeten eher nicht zu erwarten ist. Ja? Das heißt, würden wir jetzt eine hohe Sauerstoffkonzentration finden, könnten wir zum Beispiel davon ausgehen, dass es dort viele Grünpflanzen gibt.
oder Pflanzen, die einen ähnlichen Prozess durchführen wie unsere Pflanzen. Das ist das eine. Das zweite sind Technosignaturen. Das ist ein bisschen umstrittener, wobei es gibt einige Leute, die meinen, wir haben bereits außerirdische Technosignatur empfangen. Wenn man sich mit Astronomie beschäftigt, und ich schaue mir zumindest einen Channel einigermaßen regelmäßig an, es gibt so viele seltsame Impulse und Quasare in unserer Milchstraße, die regelmäßige Signale ausschalten, dass einige Leute mutmaßen, dass es sich dabei nicht um natürliche, sondern technische Phänomene handeln könnte. Man hat auch schon seltsame Strukturen rund um Sonnen entdeckt. Aber es geht halt auch niemand so weit zu sagen, okay, da hat jemand eine Raumstation gebaut. Gibt auch keine Beweise dafür. Ich meine nur, es gibt aber schon einiges, was wir bis jetzt gesehen haben, was diese Interpretation zumindest zulässt. Und um das jetzt abzukürzen, zivilisatorische Signaturen in einer Atmosphäre könnte man auf eine ähnliche Weise nachweisen wie biologische. Zum Beispiel, wenn man unsere Atmosphäre anschaut, würde man einige Elemente finden, nicht nur das viele CO2, sondern auch andere industrielle Elemente, von denen man ausgehen kann, dass die in der Natur nicht entstehen, sondern nur durch gewisse Prozesse, die technischer oder industrieller Natur sind. Und wenn man die nachweisen kann, kann man zumindest davon ausgehen, dass man einen Planeten gefunden hat, auf dem ebenfalls irgendeine Form von industrieller Tätigkeit zu finden ist. So, lange umfassende Antwort. Und Voraussage, was ich so mitkriege, verdichten sich da die Hinweise darauf, dass es vielleicht demnächst schon so eine Information geben könnte. Zum Schluss der Sendung werden wir mal ein bisschen philosophisch, weil ich weiß ja, und das ist Punkt 3, den ich besprechen möchte von deiner Vorhersage. Ich weiß, als Moderator ist es immer ein bisschen schwierig. Ne? Man kann sich ja nicht immer vollkommen öffnen oder immer genau wirklich mal das sagen, was man ja zu den einzelnen Themen denkt, weil es sind manchmal ja auch wirklich Themen dabei, so offiziell sie auch scheinen, so absurd sind sie ja auch manchmal. Ja? Dass man ja trotzdem irgendwo auch so sich gewissermaßen ja auch irgendwo einer Seite zugehörig fühlt. Deine dritte Vorhersage, und dann seien wir auf die Frage gespannt. Deine dritte Vorhersage war oder ist: Wir werden Beweise oder noch deutlichere Indizien für, in Klammern, primitives Leben in unserem Sonnensystem außerhalb der Erde finden. Für aktives, in Klammern, Venus, Jupiter und Saturnmonde, eventuell Mars, Klammer zu, und ehemalige, in Klammern, Mars. Vorstellungsfrage, weil es geht jetzt ja, es sei denn, es ist eine Frage, die ich dir auch in dieser Richtung stellen kann. Wie sehen sie aus? Oder die Forschungsfrage mehr, wie möchtest du das gerne haben? Also es geht ja auch darum, was man sich auch wünscht bei dem, was ja auch alles veröffentlicht wird und rauskommt. Es bleibt ja auch irgendwo immer noch so ein gewisser Teil. Du hast es ja mit deinen nicht Einflüssen, aber mit deinem, was du ja als Kind konsumiert hast oder auch als Heranwachsender mit Star Trek und den ganzen Science-Fiction-Themen. Da hat ja jeder von uns eine Vorstellungskraft. Wenn du jetzt nicht die ultimative Antwort dazu hast, wie sie wirklich aussehen und wie vielreich und wie zahlreich sind sie, aber wie stellst du es dir dann vor? Das hat mit dieser Vorhersage gar nicht so viel zu tun. Es hat mit den anderen Vorhersagen dazu tun, dass wir vielleicht Hinweise oder Beweise dafür finden, dass die Amerikaner tatsächlich schon ein paar Aliens in der Kühlkammer haben. Das möchte ich dann vielleicht nochmal im Schlusswort sagen. Aber jetzt, um deine Frage zu beantworten, also diese Prognose bezieht sich ebenfalls auf Bakterien unter gefrorenen Ozeanen, von Jupitermonden oder sowas ähnliches. Bei Mars sind wir knapp davor, weil sich mittlerweile herausgestellt hat, dass er nicht nur eindeutig früher ein Wasserplanet war, also nicht komplett Wasser, aber halt Flüsse und Seen und so weiter gegeben hat. Also alles, was man so findet an Canyons und so weiter, das sind eindeutig Wasserdinge. Und auch wo die Roboter, die wir jetzt schon oben haben, herum kriechen, dass sie eindeutig in einem Flussbett sind, das weiß man mittlerweile. Da haben Geologen sich die Bilder genug angeschaut und wissen, das kann nur durch Wasserfluss verursacht sein. Und dann wusste man auch schon, dass es noch immer Wasser am Planeten Mars gibt, nämlich am Nordpol und Südpol in Form von Eis. Aber es gibt jetzt immer mehr Forschungen, sowohl von neuen Satelliten, die von oben Bodenradar betreiben, als auch von den Sachen, die drauf sind, die darauf hinweisen, dass wahrscheinlich sogar noch immer sehr viel flüssiges Wasser am Mars existiert und einfach nur unter der Oberfläche ist.
und wahrscheinlich gar nicht mal so tief unter der Oberfläche. Und wenn das der Fall ist, dann wissen wir aus vergleichbaren Sachen wie verborgene Seen unter der Antarktis, die man irgendwann mal angebohrt haben, dass die nach Jahrzehntausenden oder vielleicht sogar Jahrmillionen der Isolation immer noch eigenes indigenes, also Leben haben. Das heißt, wenn es Leben auf dem Mars gegeben hat und wenn es noch flüssiges Wasser gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zumindest bakterienartiges Leben auf dem Mars auch noch immer gibt. Und vielleicht auch noch ein kleines PS-Wissenschaft. Wenn man auf uns auf der Erde mal herumgeht und sich damit beschäftigt und Meteoriten sammelt und Trümmer sammelt, findet man sehr viel Marsmaterial. Das Universum ist groß, das Sonnensystem ist groß, der Mars ist klein und die Erde ist klein im Verhältnis zu den riesigen Distanzen. Aber tatsächlich, wenn ein Meteor im Mars einschlägt und dort ein paar Sachen aufwirbelt, treffen davon immer wieder auch Splitter auf der Erde ein. Also man findet auf der Antarktis, wo ja alles am Eis liegen bleibt, regelmäßig nicht nur Mondgestein, sondern eben auch Marsgestein und von anderen Sachen unseres Sonnensystems kann man nachweisen. Und daher gibt es diese Überlegung, dass der Mars, wenn der früher belebt war, vielleicht sogar die Erde imprägniert hat. Ne? Diese Panspermia-Theorie, dass das Leben über Meteoriten auf andere Planeten gekommen ist. Und vielleicht sind wir eigentlich alle Marsianer. Gut, das nur so nebenbei, das noch als PS zu meiner Prognose. Zu deiner Frage, wie sehen sie aus? Auch da lese ich natürlich alles Mögliche. Offenbar gibt es eine gängige Theorie, dass es fünf Arten von Außerirdischen gibt, die uns regelmäßig besuchen. Und die einen sind netter und die anderen sind weniger nett. Dann gibt es ja die neuen Theorien über die Interdimensionalität der Besucher, temporäre Überlegungen, dass wir eigentlich dass die Besucher eigentlich wir selber aus der Zukunft sind. Und wenn man sich die grauen Aliens anschaut, die eine logische evolutionäre Weiterentwicklung von unserem Körper wären und so weiter und so weiter und so weiter. Und bis hin zu Verbindungen mit der immateriellen Welt, mit der Geisterwelt, wenn man so will, mit Dämonen und Engeln, die vielleicht gar keine Dämonen und Engeln sind, sondern einfach nur transdimensionale Lebewesen, die wir halt im Laufe unserer Geschichte immer anders interpretiert haben, halte ich alles für möglich. Und viele Sachen der letzten Jahre deuten darauf hin, dass wirklich die verschiedenen Bereiche da konvergieren, also dass da wirklich Sachen zusammenkommen, die man vielleicht vor ein paar Jahren noch stark getrennt hätte. Also Nuts and Bolts, Flugkörper von anderen Planeten, die uns besuchen, auf der einen Seite und der Yeti und Geistererscheinungen auf der anderen Seite. Ja. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja Zusammenhänge. Wenn du mich fragst, was ich gerne hätte, also mein liebstes Szenario wäre natürlich das Star Trek-Szenario. Es gibt da irgendwo eine friedliche und freudvolle intergalaktischer Zusammenschluss Föderation der vereinten Planeten, die halt ihre Abgesandten, die müssen ja nicht menschlich aussehen, die können ja auch anders aussehen, reptiloid oder Manta-mäßig, Gottesanbeterin-mäßig, uns halt beobachten, verdeckt interagieren und darauf warten, dass wir reif genug sind, um mit uns Kontakt aufzunehmen. Sprich Prime Directive, ne? Weil nachdem Captain Kirk das so oft kaputt gemacht hat, wurde ja dann die Prime Directive eingeführt. Oder nein, das war schon davor. Damit nicht andere Trekker und Trekkies mich schelten. Auf jeden Fall gab es die Prime Directive, die halt Kontakt mit unterentwickelten Zivilisationen verbieten. Ne? Also mein Trekkerherz würde sich das am ehesten wünschen. Das wäre dann die Zoo-Hypothese. Wir werden beobachtet und wohlmeinend, vielleicht auf die eine oder andere Art mal sanft gefördert. Und wenn wir dann soweit sind, nehmen sie uns auf in ihre Reihen. Wenn wir in der Star Trek Timeline bleiben, wäre das im Jahr 2063, weil First Contact, da kommen die Vulkanier auf die Erde, nachdem wir die erste warpfähige Rakete gestartet haben und sind dadurch würdig geworden, aufgenommen zu werden. Das könnte sich bei mir knapp ausgehen. Da wäre ich 99.
Also das wäre zum Beispiel eine Hypothese, die mir gefallen würde. Aber wie das nun mal ist in Wissenschaft, Journalismus und Forschung, man muss dorthin gehen, wohin die Forschung führt. Man muss das akzeptieren, wie die Würfel fallen. Und wenn das jetzt interdimensionale Monster sind, die unser Genom seit Jahrmillionen beeinflussen, weil sie unsere Seelen ernten wollen, dann muss ich auch das akzeptieren. Und wer hinter der Forschung interessiert ist, der kann den YouTube-Kanal von Harald unter UFO TV Austria finden. Und der ist selbstverständlich auch in der Video- bzw. auch Folgenbeschreibung unten auch erwähnt. Harald, es war mir bisher eine sehr, sehr große Freude, mit dir zu sprechen. Und ich habe noch ganz, 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 ganz viele Fragen. Aber das würde jetzt heute eindeutig zu weit führen. Soll ich dir vielleicht noch deine erste Frage beantworten, was wir noch immer nicht gemacht haben? Das Oh, geht ich weiß tatsächlich gar nicht, ganz was die gut. erste Frage war, aber Was stell sie passiert für dieses mich. Jahr? Ach ja, genau. Ja, genau. Ganz, ganz kurz, ganz, ganz kurz. Es ist in den nächsten Wochen damit zu rechnen, dass David Grush sich wieder zu Wort meldet. Er hat angekündigt, einen großen Artikel zu veröffentlichen. Man weiß, dass der noch im Reviewing-Prozess ist. Wenn der rauskommt, wird er vermutlich einige neue sensationelle Sachen sagen, von denen man schon andeutungsweise hört, was sie sein werden. Der Lou Elizondo, der erste Whistleblower überhaupt von 2017, hat ein Buch geschrieben. Das wird auch schon seit Monaten überprüft von den Behörden. Und wie sein Rechtsanwalt gesagt hat, stehen die Druckerpressen bereit, es zu drucken, sobald die letzte Freigabe ausgekommen ist. Wenn die raus sind, werden wir auch noch wieder einen ganzen Haufen neuer Dinge erfahren. Und außerdem wird es eine Dokumentation, die mit ihm gefilmt wurde währenddessen, die wird auch irgendwann mal rauskommen. Es gibt neue Anhörungen geben vor dem Kongress, auch das haben mehrere Abgeordnete bereits gesagt, auch öffentliche Anhörungen. Und spätestens im Sommer kommt eine neue Dokumentation von James Fox raus, der bereits einige fantastische Dokumentationen zu dem Thema gemacht hat. Ich empfehle jedem das Phänomen, The Phenomena, als Einsteigerfilm, aber er hat auch andere über spezielle Vorfälle gemacht. Und sein neuer Film wird spätestens im Sommer rauskommen und wird den Titel tragen, Das Programm, The Program. Da bezieht er sich natürlich auf Reverse Engineering und andere Sachen, die vom Geheimdienst oder vom Militär gemacht werden. Und er hat jetzt schon gesagt, er hat einige Whistleblower in dem Film, von denen man bisher noch nichts gehört haben. Und das sind Zeugen aus erster Hand. Also das sind die ganz konkreten Dinge, die in diesem Jahr, teilweise schon in den nächsten Wochen zu erwarten sind. Und daraus schöpfe ich eben eine Zuversicht, dass das Jahr 2024 wahrscheinlich ein großes Jahr der Enthüllung wird. Meine einzige Hoffnung ist, im Jahr 2024, als meine kleine Vorhersage auf Basis deiner Vorhersagen, ist, dass definitiv offiziell bestätigt wird, ja, es gibt noch jemand anderen als uns, vielleicht auch in Bakterienform, ne, wie du es sagst. Weil ich warte nur auf den Moment, wo ich dann das Social Media Posting ablassen kann. Seht ihr, wir haben es euch doch gesagt. Ja. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, mit Sicherheit wird es zu jeder dieser möglichen Enthüllungen, die auch noch im Laufe des Jahres bevorstehen, auch eine Wochenschau-Ausgabe geben, wo das auf jeden Fall Relevanz finden wird. Dementsprechend, Harald Habers war heute Abend zu Gast, Inhaber und Moderator und das Gehirn hinter dem YouTube-Kanal UFO TV Austria. Links sind in der Videobeschreibung. Harald, ich danke dir für den sehr, sehr netten Austausch und ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten mit dir. Dankeschön. Sehr fein.